Liebe Brüder und Schwestern in Christus, in dieser Krisenzeit kann es sehr nützlich sein, immer zwei Wäscheklammern in der Tasche zu haben. Es hat mich beeindruckt, die Gesichter der in Afrika zu sehen. Trotz Armut scheinen sie viel glücklicher, viel entspannter als viele Europäer, die ich im öffentlichen Verkehr sehe. Besonders antriebslos und unzufrieden scheinen die Gesichter der Jugendlichen, wenn sie allein sind. Wir hätten alles, um vollkommen glücklich zu sein. Uns fehlt es vielleicht nur noch die Freude. Die Freude fehlt diesem Mann, der vor ein paar Tagen eine Familie anschrie, die ganz normal in der Natur am Spazieren war. Man könnte sich doch vielleicht anstecken. Man solle doch nicht so unbekümmert sein, hatte er gemeint. Ja, dieses alles dramatisch zu sehen, deutet vielleicht auf diesen Mangel an Freude. Die Freude ist eine christliche Tugend par excellence. Die Bibel enthält so viele Einladungen zur Freude. Paulus zum Beispiel: Freut euch alle Zeit im Herrn. Noch einmal sage ich: Freut euch im Herrn. Die Freude ist uns Christen nicht optional, denn Jesus selbst sie von uns wünscht. Möge meine Freude in euch sein und eure Freude vollkommen werden. Christus hat es selber gesagt. Gott möchte in uns Christen also Freude sehen. Wieso denn? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Jeder hat schon einmal etwas verschenkt. Wenn die Person, die das Geschenk erhält, es mit einer Grimasse öffnet, wird man noch diese Person ein zweites Geschenk geben? Nein, niemand macht das. Er schätzt mich doch nicht, wenn er so mit meinem Geschenk umgeht. Man wird sogar auf die Distanz gehen mit dieser Person. Es zeigt wenig Vertrauen. Wenn aber die Person das Geschenk mit einem strahlenden Gesicht öffnet und wenn er seine Freude offen zeigt, wird dadurch unsere eigene Freude größer. Und die Freude schafft dann mehr Nähe. Das Vertrauen mit dieser Person steigt. Ein freundliches Lächeln heißt, diese Person schätzt mich. Je größer die Freude, desto größer die Dankbarkeit. Für Gott ist aber jeder Tag unser Geburtstag. Jeden Tag überschwemmt er uns mit seinen Gaben, mit Geschenken. Und wenn wir wollen, wenn wir von Gott weiterhin gesegnet sein möchten, wenn wir mit ihm mehr Nähe wollen, wenn wir unser Vertrauen zu ihm steigern wollen, wenn wir näher von ihm sein wollen, und das wollen wir alle, liebe Gläubige, dann zeigen wir der ganzen Welt unsere Freude. Hat man schon Heilige gesehen, die die Freude nicht kannten? Oder waren der heilige Franz von Assisi, die heilige Katharina von Siena Trübsalbläser? Wieso schätzt Gott die Freude so hoch ein? Er weiß, dass sie uns eine notwendige Kraft ist. Beginne ich einen Tag mit Begeisterung, wenn ich die Ladenfenster öffne und feststelle: Oh, nur Regen, Schatten, es ist kalt, nebelig. Nein, ich sage mir einfach in diesem Moment: Am besten heute bleibe ich im Bett. Und das ist die Wirkung der Traurigkeit. Man bleibt im geistigen Bett. Lahm für das Gute. Die Unzufriedenheit entwaffnet uns für unsere Vorsätze, für die Erfüllung der Standespflichten. Man ist dann schnell geneigt, sich einen falschen Trost oder eine trügerische Freude im Klatsch der sozialen Medien zum Beispiel, in der Eitelkeit, in der Oberflächlichkeit, in einem Kumpelkreis, in der Pornografie oder in Süchten aller Art zu suchen. Die christliche Freude ist dagegen das beste Mittel gegen die Versuchungen, die beste Waffe gegen unsere Schwächen. Ja, es ist viel leichter, die vielleicht mühsamen Pflichten zu erfüllen, wenn sich die Seele erfreut. Und Gott weiß, dass die Freude unsere Kraft für die Heiligkeit ist. Deshalb wünschte er uns
eine große Portion seiner eigenen Freude. Liebe Eltern, verstehen Sie, dass die Freude der beste Motor in der Erziehung ist. Die wahre Arbeit eines Gärtners liegt weniger darin, Unkraut zu jäten, als dass man die Früchte reifen lässt. Ja, Eltern müssen auch Negatives ansprechen und sich trauen, ihren Kindern Grenzen zu setzen. Aber die beste Weise, eine Tochter, einen Sohn vor einem schlechten Freundkreis zu schützen, ist, ihnen die Freude an einer wahren Freundschaft zu vermitteln. Durch Gespräche, durch passende Gelegenheiten, durch Lob und so weiter. Zeigen Sie Ihren Kindern die Freude, die das Streben nach unserem hohen Ideal mit sich bringt. Ermutigen Sie Ihre Kinder, indem Sie selber Freude ausstrahlen. Durch diese Krise sind die Menschen auch viel offener als sonst, wenn man mit ihnen über Gott, über Maria, über das Gebet spricht. Kann aber Christus durch uns seine Liebe ausstrahlen, wenn wir wie Brombeeren aussehen? Don Guérange sagte ein sehr schönes Wort. Behalten wir dieses Wort. Die Christen sollen von Kopf bis Fuß ein Alleluja sein. Ein Alleluja. Seien wir ein Alleluja. Eine Medaille, die man mit einem Lächeln verschenkt, bringt mehr Gnade. Wenn unsere Zeitgenossen, das ist das Geheimnis des Apostolats, wenn unsere Zeitgenossen vermehrt beobachten würden, dass das Sonntagsamt, das christliche Leben allgemein uns mit Freude, mit Kraft erfüllt, kein Zweifel, dann würden sie uns auch einmal in die Kirche begleiten. Die Freude, die unser Glaube mit sich bringt, ist viel mächtiger als das beste theologische Argument. Wie finde ich dann diese Freude? Wie erhalte ich diese Freude in mir? Erstens, zuerst mit einem kurzen, kleinen Gebet. Herr, entferne aus meiner Seele die lähmende Traurigkeit. Lass deine Freude in mir wachsen. Schreiben wir diesen Satz auf den Spiegel und jeden Morgen beim Zähneputzen, ja vielleicht nach dem Zähneputzen, beten wir diesen Satz. Zweitens, verjagen wir die traurigen Gedanken wie Fliegen. Werde ich mich anstecken? Was passiert mit meiner Arbeit? Was passiert, wenn ich keine Spaghetti mehr finde in der Mikro? Was passiert mit dem Geld? Welche News soll ich glauben? Die alles verharmlosen oder die alles dramatisieren? Verjagen wir diese Gedanken. All diese Gedanken verderben unsere Freude. Können wir mit diesen Sorgen die Zukunft ändern? Nein. Ganz im Gegenteil, wir rauben uns nur die nötige Ruhe, die nötige Freude, die nötige Kraft, um das anzunehmen, was Gott für uns bestimmt hat, und das Beste daraus zu machen. Gott erwartet nur das von uns. Und drittens, unterhalten wir positive Gedanken in uns. Heute keine Stau auf der Autobahn. Was für eine Freude. Das Benzin war noch nie so billig. Oder übernatürlich. Ich habe jetzt Zeit, mit meiner Familie und Sachen zu tun, die ich immer gewünscht hat. Ich hatte keine Zeit, jetzt habe ich plötzlich diese Zeit. Oder ich finde einmal Ruhe, um ein tägliches, persönliches Treffen mit Gott. Früher war es nicht möglich, jetzt schon. Freuen wir uns, dass wir den besten Vater, den mächtigsten Vater, den reichsten Vater haben, Gott selbst. Freuen wir, dass wir Maria, die beste Mutter, haben. Unterhalten wir solche Gedanken in uns. Ich trage Gott in mir. Das ist meine Freude. Ich darf heute kommunizieren, beichten. Unterhalten wir diese Gedanken in uns und ziehen wir die Brille der Freude ein. Die heilige Theresia vom Kinde Jesu wollte einmal eine schwer betrübte Mitschwester, die seit längerer Zeit keine Freude mehr finden konnte, trösten. Und sie fand nichts Besseres als das. Sie wartete nach dem Abendgebet an einem Ort, wo die Schwester vorbeigehen sollte. Und sie schenkte ihr dann ihr schönstes Lächeln.
Und Jahre nach dem Tod dieser Heiligen erinnerte sich noch diese Schwester an dieses Lächeln der heiligen Theresia vom Kinde Jesu, die sie so sehr getröstet hatte. Ja, auch wenn wir viele Gründe hätten, mit einem deprimierten Gesicht herumzulaufen, dann verbreiten wir doch diese Freude durch unser Lächeln. Wir haben vielleicht keine Lust zu lächeln, aber zwingen wir uns dazu. Und wenn es zu schwierig scheint, dann üben wir es mit den beiden Wäschklemmern. Und wenn es immer noch nicht genügt, nicht reicht, nehmen wir dann zwei Schraubzwingen. Wir sehen genug traurige Gesichter auf der Straße. Bekämpfen wir diese Traurigkeit, diese Spannung, diese Unsicherheit mit durch unsere Freude, durch ein kleines Lächeln. Gott will es. Und die Freude wird uns und unsere Umgebung heiligen. Gottes Segen. Bis bald.